Ihr werdet nicht glauben, dass der Jahrmarkt ist wieder in der Stadt. Meinst du nicht, heute reicht's mit? Also, wie sieht's aus? Gehen wir zu mir und schauen einen Film an? Essen. Also, was soll's denn bei der Hochzeit zu essen geben? Tja, ich brauche nur eine Bar mit Freigetränken für alle. Natürlich wird's eine Bar geben, Liebling. Eine Bar? Seid ihr da sicher? Hey, Kumpel, man kann seine Liebe vor den Augen des Herrn gar nicht besser unter Beweis stellen. Ich weiß nicht, Mann. Klingt, als hättest du nur Alk im Kopf. Oder liege ich da falsch? Randall, das wird eine Hochzeit. Matt will doch nur seinen Spaß haben. Und ich will, dass er so viel trinken kann, wie es ihm Spaß macht. Klar, wenn er es dann auch zur Trauung schafft. Wie meinst du das? Ja, Randall, wie meinst du das? Nichts. Ich meinte nur, wenn du dir heute so richtig die Kante gibst, erlebst du vielleicht die Hochzeit gar nicht mehr. Weißt du noch, wie du mal aus einem fahrenden Auto gesprungen bist? Stimmt, das hat wirklich wehgetan. Ich habe immer noch eine Stelle am Rücken, wo die Haut noch nicht nachgewachsen ist. Aua. Ich folge wohl besser deinem Rat, Mann. Was? Ja, weißt du, ich glaube, ich lass es lieber langsam angehen, Baby. Weißt du, einfach ein paar Drinks und ein gutes Gespräch. Wollt ihr mich verarschen? Ihr zwei zivilisierte Mitbürger? Sally, das klingt vielleicht ein bisschen nach Science Fiction, aber ich trinke heute Abend einfach gar nichts mehr. Bist du dabei, Matt? Ja. Weißt du was? Ja. Genug jetzt! Das ist doch scheiße! Ich habe diese Party tagelang geplant und ich will, dass alles perfekt ist. Ich habe sogar Elaine gebeten, zwei Fässer bestes deutsches Schankbier zu besorgen, damit ihr heute euren Spaß haben könnt. Und jetzt muss ich mir diesen Scheiß anhören? Mein Gott, ich hätte es einfach lassen sollen! Sally, ich wusste ja gar nicht, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Tja, das liegt daran, dass es eine Überraschung sein sollte. Aber weißt du was? Das ist jetzt auch egal. Hey, Baby. Tja, sie sagte, dass es jetzt egal ist, also... Mann, sie hat uns erstklassiges Bier besorgt. Wir wollen sie doch jetzt nicht enttäuschen, oder? Ach, vermutlich nicht. Brave Jungs, ihr werdet es richtig lieben. Oh Mann. Hey, ihr werdet's nicht glauben, aber der Jahrmarkt ist wieder in der Stadt. Super, nichts wie hin. So kurz Jungs. Davor. So knapp. Sind wir nicht ein bisschen zu alt für den Jahrmarkt? Man ist niemals zu alt für den Jahrmarkt, Sally. Und dieses Mal ist auch die Zoltermaschine mit dabei. Das gibt's doch nicht! Was machen wir dann noch hier? Ich werde Soltar bitten, mich wieder 13 sein zu lassen. Genau! Und eine Meerjungfrau als Freundin will ich auch. Hey, nicht so schnell! Ihr bewegt eure Ärsche nicht von diesen Stühlen, wenn ihr nicht erleben wollt, was ungezähmter Zorn ist. Habt ihr mich verstanden? Wir gehen nicht auf den scheiß Jahrmarkt, okay? Wir feiern hier unsere Verlobung. Und übrigens benehmt ihr euch eh schon wie zwei 13-Jährige. Aber... Nichts aber. Wir bleiben hier, klar? Kommt schon. Hier gibt's genug Bier. Tja, das stimmt. Ach, komm schon, Sally. Sei doch nicht so. Ich bin sicher, dass wir beim Jahrmarkt viel Spaß haben werden. Wir könnten doch auch die Verlobung da feiern. Warum bleiben wir nicht einfach hier wie geplant? Heute ist mein besonderer Tag und ich wollte nur gemütlich ein paar Drinks kippen. Ist das zu viel verlangt? Ja, ich weiß genau, was du willst, aber... Hey, wie steht's denn mit Matts Wünschen? Ach, der großherzige Randall sorgt sich so um die Gefühle seines Freundes. Warum machst du ihm nicht gleich einen Antrag? Das reicht! Ich weiß nicht, was los ist, aber ihr beide scheint mir wie ausgetauscht. Ich dachte, das wäre eine Party. Ist es doch, Mann. Reg dich ab. Dann hört auf zu streiten und lasst mich in Ruhe saufen. Ich sauf die ganze Bar leer. Nee, Kumpel, warte mal. Ich häng mich unter den Bierhahn und höre nicht auf, bis ich umfalle. Mann, oh. Das wird ja immer besser, oder? Jetzt hast du das genaue Gegenteil erreicht. Oh, das muss ein neuer Rekord sein. Mann, das hat doch alles keinen Zweck. Mir fällt nichts mehr ein. Sieh mal, Kumpel, du musst dir mehr Mühe geben. Wenn du die Situation nicht wieder gerade biegst, sind wir alle am Arsch. Ich bin jetzt schon am Arsch. Was zum Teufel kann ich Matt erzählen, dass er nicht trinkt? Guter Plan. Hey, super Idee. Ja, finde ich auch. Oh, scheiße nochmal. Tut mir das nicht an. Im Ernst jetzt. Was kann ich denn noch sagen? Okay, ich habe... Das... Na... Was? Also, wie sieht's aus?
Gehen wir zu mir und schauen einen Film an? Hey, was geht denn bei dir, Mann? Gefällt's dir hier nicht? Nee, ich dachte nur... Wir wollen nicht, dass du dich als fünftes Rad am Wagen fühlst. Wenn du dich hier nicht wohlfühlst, kannst du auch gehen. Nein, das ist es nicht. Ich dachte nur eben... Ich will nicht, dass du gehst, Kumpel. Ich bleib ja hier. Ich hab das mit dem Film nur gesagt, weil ich dachte, du hättest vielleicht Bock auf einen unserer Filmabende. Aber ist ja auch egal. Wir können an jedem anderen Tag in deine Wohnhöhle gehen. Aber heute ist unser Freudentag. Und wir bewegen uns hier nicht weg. Du bist der Boss, Baby. So ist es. Ich bin der Boss. Meinst du nicht, für heute reicht's, Matt? Wovon redest du? Wir hatten gerade vorgeschlagen, dass er doch seinen alten Rekord brechen soll. Oh, Matt gefällt, wie das klingt. Ja, aber sagtest du nicht gestern, dass du mit den blöden Rekorden aufhören wolltest? Du weißt schon, mehr als 10 Liter Bier in einer Sitzung trinken, das größte Kotzomelett der Welt, alle Twilight-Filme anschauen ohne scharfe Waffen in der Nähe. Ich meine, komm schon. Wo soll das hinführen? Ist doch egal. Ich liebe Matt, wie er ist. Wenn er in 5 Tage Nicolas Cage-Marathon hinlegen will oder die Bar leer trinken, dann soll er doch, okay? Weißt du, ich glaube, Randall hat recht, Liebes. Jetzt, wo wir heiraten, sollte ich dem Leben mit etwas mehr Ernst begegnen. Genau. Du hast jetzt mehr Verantwortung. Aber das ist nicht der Matt, in den ich mich verliebt habe. Natürlich nicht. Der Matt, in den du dich verliebt hast, war ein totaler Spinner. Und jetzt, wo ich erwachsen werde, verstehe ich total, warum du manchmal sauer auf mich warst. Aber eins verspreche ich dir. Von jetzt an werde ich mich ändern. Ich werde der liebende Partner sein, den du verdienst. Ja! Aber komm schon, das wolltest du doch immer. Matt wird endlich erwachsen. Ich wollte heute Abend einfach ein bisschen Spaß haben. Und das werden wir, Liebling. Ich lasse es einfach mit dem Alk etwas ruhiger angehen. Ja, weißt du was? Ich werde heute Nacht vielleicht nicht mal kotzen müssen. Und das wäre echt mal was Neues. Braver Junge, Matt. Und weißt du was? Ich mach auch mit. Ach komm schon. Ich bin nur ein Schluck davon entfernt, mich mal strategisch auf die Gasse begeben zu müssen. Bist du sicher, Baby? Ich finde, du siehst noch ganz fit aus. Bist du sicher? Schau mal in seine Augen. Die schauen in 2 verschiedene Richtungen gleichzeitig. Cool. Das ist so süß, wenn er das macht. Was? Mach dir um mich keine Sorgen, Liebling. Trink so viel du willst. Mir geht's gut. Verdammt, das heißt, dass er jetzt gleich kotzt. Nein, Mann, ich mein's ernst. Ich kotze heute nicht, ehrlich. Du verarschst mich doch. Hör zu, Baby. Wir werden in, ziemlich bald Mann und Frau sein. Und ich habe mich entschieden, Zeit erwachsen zu werden. Ich habe volle Kontrolle über meinen Körper und ich werde heute nicht kotzen. So ist recht, Kumpel. Und ich nehme mir ein Beispiel an dir. Was sagst du nun, Sally? Ach, ich schwöre, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Aber ich habe wohl keine andere Wahl. Was zum... Oh! Hey! Das ist Betrug! Randall, ich bin der Teufel. Ich betrüge immer. Ah, so, ja. Ja, na klar. Also, was kommt noch gleich als nächstes? Ach ja, stimmt ja. Randall, kannst du dich um ihn kümmern? Ich will mich wieder meine Schuhe einsauen. Oh, Schätze, man kann das Schicksal nicht beeinflussen. For real? Oh Gott, oh mein Gott, der unglaublich mit, wie in seiner schrecklichen Mutantenfähigkeit von, Exorzismus, achso. Ich habe meine Badehose zu Hause gelassen. Dann zieh von mir weg, wenn du noch mal kotzen musst. Alter, so sollte das aber alles nicht enden. Nicht? Na, du kennst mich ja. In der Seitenstraße kotzen ist ja sowas wie eine Tradition. Ich weiß, aber heute muss es anders ausgehen.
Mann, mach dir nichts draus. Ein Mensch kann nicht einfach seine lebenslangen Gewohnheiten ablegen. Habe ich jetzt gestern im Fernsehen gesehen. Um der Menschheit willen. Ich hoffe, dass das nicht stimmt. Der wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Tja, ich bin jetzt erwachsen. Mann, ich weiß nicht mal mehr, wie wir den genannt haben. Ist das zu glauben? John Carpenter. Neue Antwortmöglichkeiten. Nicht mal lauwarm. Ach, Mann, verdammt. Was war denn das nochmal? Vesuvius Man. Das war's. Ich wusste es. Mann, was ist denn Sally gefahren? Hast du ihr den Verlobungsring gegeben? Oh, verdammte Ring, Mann. Was würde ich nur ohne dich anfangen? Woher weißt du, dass ich einen Ring für sie habe? Ja, weißt du, es ist eine Verlobungsparty. Also habe ich es einfach mal angenommen. Ja, stimmt. Hey, du glaubst mir nie, wie ich an den Ring gekommen bin. Erzähl. Ich tue auch ganz überrascht. Komm her, Bruder. Lass mal stecken. Sonst muss ich auch kotzen. Ja, ja, ich weiß, wie du drauf bist. Erstens keine Umarmung, zweitens nichts teilen, drittens nicht mit Fremden reden. Ah, verdammt. Alles läuft genauso wie beim letzten Mal. Okay, Ladies und Gentlemen, Vesuvius Matt ist wieder auf den Beinen. Komm mit, Randall, und bleib dran, denn diese Nacht wird zur Legende. Hey! Warte mal, Kumpel. Das gehört dir, oder? Okay. Dienstag! Dienstag, Leute! Oh! Nice! It's over, Achievement. Oldschool Achievement. Häftlingsleiche im Müllcontainer gefunden. Dienstag! Yes! Endlich! Okay. Das hat aber ganz schön gedauert, du alter Hurensohn! Guten Morgen, Matt. Ich sehe, du hast das Müsli schon gefunden, ja? Weißt du, ich bin froh, dass du wieder Appetit hast. Gestern hast du ja fast nichts angerührt. Mir fiel schon fast nichts mehr ein, wie ich dich zum Essen bewegen könnte. Ja? Hey, hast du den Fernseher repariert? Ja, ich musste nur ein paar Batterien besorgen und ein paar nicht isolierte Kabel verbinden. Der Klassiker. Übrigens, weißt du irgendwas über deinen Mitbewohner? Ach. Meinst du, der hat was dagegen, wenn ich ein paar Tage in seinem Zimmer übernachte? Ich glaub nicht, dass den das stört. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war er am Knast. Wow! Was hat er ausgefressen? Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Und es ist mir auch egal. Also, wie geht's dir? Okay. Ich meine, nach allem, was mit Sally war und so. Tja, ich glaube, ich bin okay. Extra süßes Müsli hilft da, weißt du? Klar. Und naja, ist schon 2 Tage her, seit sie sich geopfert hat. Und seitdem mache ich nichts anderes, als Vicodin einzuwerfen. Tut mir leid, Mann. Dr. Hausanspielung? Ich wollte sie wirklich heiraten. Ich weiß, Kumpel. Und sie wollte auch dich heiraten. Warum hat sie sich dann desintegriert? Ich glaube, das war keine Absicht. Weißt du, technisch gesehen ist ja die spontane Selbstentzündung inhärent unabsichtlich. Jedenfalls hört man das immer. Von wem? Dr. Who? Ich weiß, das klingt komisch, aber diese Forensiker sind wirklich gut. Ich weiß. Ich kann mich nur nicht an den Gedanken gewöhnen. Ich werde sie so vermissen. Ich auch. Und weißt du was? Scheiß drauf. Wir haben genug Bier und Chips für ein paar Tage. Bleiben wir einfach mal eine Weile mit dem Arsch hier auf dem Sofa sitzen. Musst du nicht zur Arbeit? Wenn ich heute arbeiten gehe, werde ich sowieso gefeuert, also... Wie wär's mit einem Sopranos-Marathon? Du kennst mich ja, Mann.
wenn nur genug Bier da ist? Ja, ich kenne dich, aber du hast eine Menge Pillen eingeworfen. Da weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich habe schon seit Sonntag Bier und Downer zusammen eingeworfen und fühle mich prächtig. Sicher? Tja, jetzt wo du es sagst. Vielleicht wundert es mich etwas, dass das Zimmer von deinem Mitbewohner wie aus einem Horrorspiel aussieht. Außerdem habe ich gestern Abend geglaubt, dass sich die Flügel von dieser haarigen Fettwanzstatue bewegt haben. Bin ich irre oder was? Entspann dich, du bist nicht verrückt. Na, dann bin ich aber beruhigt. Was hast du eigentlich mit dem Ring gemacht? Den habe ich irgendwo da drüben hingelegt. Pass für mich auf den auf, ja? Ich will das Ding nie mehr sehen. Okay, suchen wir mal nach einem Platz, wo er uns nie mehr unter die Augen kommt. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Obwohl ich nicht mal weiß, was überhaupt passiert ist. Lass einfach gut sein, Matt. Was willst du nicht, Matt? Gar nichts machen. Wenn wir irgendwas von Marty McFly gelernt haben, dann, dass es nur Ärger bringt, die Vergangenheit zu manipulieren. Da kannst du einen drauf lassen. Nichts passiert durch puren Zufall. Ein jeder ist Teil eines großen Planes. Und meistens führt es nur zu Elend und Unglück, wenn man diesem Plan folgt. Leiden und Tod. Heißt das, dass wir niemals in der Lage sein werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Der Panzer! Den Sleazy uns versprochen hat am Dienstag. What the fuck? Sonst wir den noch eingebaut haben. Randall's Monday, Leute. Wow. Das war... Moment mal. Was das? Ist das das Ende? Das glaube ich nicht. Tja, glaub's ruhig. Der Abspann läuft. Was soll denn das für ein Ende sein? Die killen das Mädchen und dann leben sie glücklich bis in alle Ewigkeit. Naja, so glücklich sind die auch wieder nicht. Entschuldige, aber einer von denen hat gerade angefangen zu tanzen. Und was ist mit der Taube? Seit wann klauen Tauben Schmuck? Ist doch egal. Mir hat's gefallen. Das zeigt nur, dass du einen miserablen Geschmack hast. Siehst du, sogar Hungersnot stimmt mir zu. Komm, du verstehst ihn auch nur, wenn's dir gerade passt. Und was ist mit Sergeant Kramer? War der nicht eigentlich der Böse? Warum hat er dann mit dem Ende nichts mehr zu tun? Ist doch klar, damit man das Mädchen killen kann. Die war von Anfang an böse? War sie nicht. Der Ring hat sie verführt. Ungewöhnliche Entwicklung. Für jemanden, der eigentlich gar nicht böse ist. Eine dramatische Wendung. Na und? Dramatische Wendung? Ich fand, das war eher eine Komödie. Wisst ihr, irgendwas stimmt doch hier nicht. Pestilenz! Hat dir vielleicht jemanden um Schlag zugesteckt? Ach komm schon! Was sagst du da? Das ist doch einfach irre! Tja, mal zu etwas anderem. Was gibt's denn heute zu essen? Schönes Spiel. Vor allem das Ende gerade noch. Was ist cool? Das ist, also die haben das ja... Warte, ich will kurz die German Translation. Daniel Kehr und Benjamin Kuhn. Euer Ernst. For real. Ihr habt so viele Fehler eingebaut. Oh. Das ist... Oh. So viele Punkte oder Satzzeichen, was auch immer, vergessen. So viele Buchstaben hinzugefügt, die eigentlich nicht hätten sein dürfen. Und so viele Buchstaben weggelassen, die eigentlich hätten sein müssen. Sorry. Aber sowas stört mich. Oder liegt das an den Dialog-Editors? Liegt das an denen? Weiß ich nicht genau. Schönes Spiel, Leute. Dass sie am Ende gerade nochmal zusammengefasst haben, was jetzt auch ein bisschen passiert ist, sag ich mal. Ist cool. Ist ganz witzig. Charlie, Dr. Johnson, Hell und Classy Nerd. Alle von Carrie Shale, okay. Murray, Box Guy und Doc. Narrator, Rod und Bruno. Okay. Ich sage, Sleazy und Sergeant Kramer hatten den gleichen Sprecher? Okay. Ted, Prisoner Having Lunch, Super Nerd. Ned, Cult Nerd. Alan, Robert, Insane Nerd, Prisoner. Val und Bob. Okay. Hotdog-Verkäufer. Ich suche eigentlich gerade... Wahrscheinlich kamen die schon, oder? Salesman, Silent Nerd, Brooks, War Prisoner. Ja. Shit. Ja, eigentlich. Ach nee, das ist ja hier, Deutsch, genau. Okay, gut.
Das Spiel hat sehr, sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. In manchen Momenten fand ich es ein bisschen ätzend und schwer tatsächlich. Also sehr schwer, da kommt man, also in manchen Momenten kommt man wirklich nicht auf die Lösung, sag ich mal. Weiß nicht. Manche Interaktionspunkte fand ich sehr komisch, wie damals, als wir da, mit Ned und Ted in der Seitengasse waren und dem Wonderboy, dem Baseballschläger. Das fand ich sehr komisch, tatsächlich. Okay, im Deutschen wurde nur Sergeant Kramer gesprochen, nicht noch wer. Wir hatten für den Deutschen, wie es aussieht, für viel mehr verschiedene Stimmen. Ja, sehr cool. Die Stelle fand ich doof, tatsächlich. Weil man klickt schon auf Ned oder Ted, also auf ich glaube Ned war das. Nee, doch. Und es hat nicht funktioniert mit diesem Elektroschocker. Und man denkt ja nicht da, also ich persönlich hätte jetzt nicht daran gedacht, das nochmal auf Ted zu versuchen. Ich hab's ja vor allem nochmal versucht. So, und es hat wieder nicht funktioniert. So. Und dann verzweifelt man da. Da habe ich auch gesagt, dass ich da in der Komplettlosung nachgeschaut hatte, weil ich nicht rumprobieren konnte, weil ich ja nicht speichern konnte. Und das fand ich persönlich doof gemacht. Kann auch einfach nur sein, dass ich mich sehr dumm angestellt habe. Aber wenn ich schon 2-3 Mal versuche, den Elektroschocker da anzuwenden, auch in dem richtigen Moment, und es einfach nicht funktioniert, dann erwarte ich halt auch nicht, dass es noch irgendwie, ne? Dass ich es halt einfach nur auf den falschen Charakter angewendet habe. Weil ich ja auch der Meinung war, ich habe es auf die beiden angewendet. Aber da waren die Hitboxen, wie es aussieht, ein bisschen doof. Aber das habe ich auch schon im Laufe des Spiels festgestellt, dass die Hitboxen allgemein ein bisschen doof waren. Ich meine, der Humor war definitiv da. Der Humor war da, die Dialoge waren sahnig as fuck. War sehr, 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 sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön. Also wirklich. Oh, der Humor geht bei Dedelic einfach nie verloren. Das ist halt einfach... Ach, das ist super. Aber halt, sie haben sich im Spiel an sich weniger Mühe gegeben, hatte ich das Gefühl. Als bei anderen Spielen. So wie Deponia oder so. Ich meine, hier hat ja jetzt hier, wenn ich es richtig gelesen habe in den Credits, Pokey nicht... Also Jan Müller, Michaelis, nicht mitgewirkt. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht, aber ich finde es schade. Weil sie, wie gesagt, 4 Punkten nicht so viel... Mühe reingesteckt haben vielleicht, ich weiß es nicht. Sie hatten knackige Rätsel, sie hatten ein schönes Spiel an sich, also die ganze Story an sich war cool. Der Humor war natürlich da, aber an manchen Punkten, was die Programmierung angeht, ich kenne mich damit selber nicht aus, ich weiß nicht, wie schwer das ist. Ich schätze sehr schwer, aber sie haben es in manchen Punkten, sag ich persönlich, mal ein bisschen verkackt, was die Programmierung angeht, gerade was die Hitboxen und so angeht. Aber an sich trotzdem sehr, 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 sehr schönes Spiel. Wie gesagt, die Story hat mir sehr gefallen, dass halt man mit Randall in einer Zeitschleife feststeckt und jeder Montag hat einen Effekt auf den anderen Montag. Und gerade das Ende war nochmal richtig, richtig sahnig gemacht, fand ich. Dass man halt eine Apokalypse hat, in die Vergangenheit reist und, dann noch sieht, warum Charlie im Gefängnis gelandet ist. Das finde ich krass. So, weil es wurde ja gesagt, yo, Randall wurde umgebracht von Charlie, deswegen ist Charlie im Gefängnis. Richtig cool gemacht. Und der Panzer am Ende, das ist super. Overall definitiv ein Spiel, was sich lohnt zu spielen und zu kaufen. Es ist ein so schönes Spiel. Ich liebe ja Point and Click allgemein. Und das ist halt einfach... Es kommt nicht an Deponia ran und Edna bricht aus und so, aber es ist... Ein super geiles Spiel einfach. Herrlich. Einfach herrlich. Jan Müller-Michaelis hat hier, wie es aussieht, gar nicht mitgewirkt, ne? Wird auch nicht bei Dedelic irgendwie noch erwähnt. Aber Pokey ist doch bei Dedelic, oder nicht? Ist er nicht angestellt? Oder halt Mitgründer, Besitzer, weiß ich nicht. Aber okay. Vielleicht kommt er da ja noch. Uiuiui, sieht nicht so aus. Christina Bierbaum. Bierbaum. Nee, scheint nicht so, dass er da noch aufgelistet wird.
Also wie gesagt, abschließend kann ich halt nur sagen, schönes Spiel, schöne Story, einige Rätsel, Kritikpunkte. Auf einige Sachen konnte man nicht kommen, fand ich persönlich, beziehungsweise war sehr schwer zu kommen, ohne dass man einfach nur Dinge ausprobiert hat. Weniger Mühe, was die Programmierung an sich anging, aber dafür immer noch sehr, 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 sehr schön. Humor und ich liebe diesen Zeichenstil. Viele Details eingebracht und Easter Eggs so von anderen Spielen und Serien. Sehr, sehr schönes Spiel. Ich hoffe, es hat euch auch so sehr gefallen wie mir, Leute. Wenn ja, bewertet die Parts. Ich weiß nicht, ob man Playlists bewerten kann. Ich glaube nicht, ne? Naja. Ja, bewertet die Parts. Wir sehen uns bei das nächste Let's Play-Projekt wieder. Haut rein!